Canis lupus, der Wolf. Wenn es ums Jagdgesetz geht, dann geht es vor allem auch um den Wolf und um die Schafe, die er in den Alpen reist. Über 80 Wölfe gibt es inzwischen wieder in der Schweiz. Denen geht es bald an den Kragen, sagen die Gegner vom Jagdgesetz. Nur mit einer Gesetzesänderung kommt man den Wolf in den Griff über, sagen die Befürworter. Die Abstimmung die ist in einem Monat. Bei mir im Kontrovers diskutiert jetzt der Josef Dietli, FDP-Ständerat aus dem Kanton Uri, und der Roland Fischer, Nationalrat aus dem Kanton Luzern von den Grünliberalen. Ja, Roland Fischer, im Fokus von dem Jagdgesetz steht der Wolf. Im alten Gesetz war es ja schon möglich, dass man den Wolf abschiessen kann. Trotzdem redet ihr von den Gegnern jetzt von einem Abschussgesetz. Warum das? Ja, also die Bedingungen, dass man einen Wolf abschiessen kann, die werden gelockert. Während es heute so ist, dass es sehr restriktiv ist. Also ein Wolf muss vielleicht mehrere Schafe gerissen haben und wirklich eine Bedrohung darstellen. Darum, weil er einen Schaden angerichtet hat, kann in der Zukunft eigentlich der Wolf abgeschossen werden, rein präventiv. Das heisst einfach, wenn man den Eindruck hat, er gefährde jetzt Schafe oder Menschen. Und das ist natürlich ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist, dass Kantone mehr Kompetenzen bekommen. Sie können eigentlich mehr oder weniger selber entscheiden, wenn dass sie Wölfe abschießen. Und wir haben das Gefühl, dass das nicht richtig ist, gerade weil ja eigentlich die Tiere, die Wildtiere eigentlich grenzüberschreitend sich bewegen und es dann nicht kann sein, dass einzelne Kantone über einen Wolfbestand können entscheiden können. Also auf Deutli eben präventiv abschossen, sagt der Roland Fischer jetzt. Ja, wie will man denn entscheiden, ob man jetzt den Wolf abschiessen oder nicht? Es geht ja darum, eben, wenn er in die Nähe, glaube ich, kommt von Siedlungen oder wenn er könnte auch schon fressen. Grundsätzlich ist es so, dass der Wolf nach wie vor ein geschütztes Tier bleibt. Und es braucht ganz strenge Kriterien, bis es möglich ist, dass ein Kanton Bewilligung für einen präventiven Wolfabschuss kann erteilen. Also es muss tatsächlich ein Überbestand da sein, es muss eine Gefährdung da sein, allenfalls, wenn er an den Menschen zu nahe kommt, aber vor allem auch den Tieren zu nahe kommt, ein grosses Risiko, dass der Zustand, der heute schon für die Bauern sehr schwierig ist, noch viel schlimmer wird. Und vor diesem Hintergrund hat man jetzt das Instrumentarium geschaffen unter Konsultation von BAFU, unter ganz strengen Regeln, dass es möglich ist, auch präventiv einen Wolf abzuschießen. Aber eben die Regelung, wenn ist etwas präventiv? Also wenn sagt jemand, dass es jetzt nötig ist, den abzuschießen? Das ist eben ein bisschen die heikle Frage. Ja, so heikel ist es jetzt auch wieder nicht. Ich meine, schauen wir doch einmal an, wie sich der Wolfsbestand entwickelt hat in den letzten Jahren. Vor 10 Jahren sind das vielleicht nur 10, 15 Wölfe gewesen, die sich im Alpenraum mehr oder weniger als Einzeltier zum Teil fast verirrt haben, die da anzutreffen waren und je nachdem am einen oder anderen Ort einen Schaden hinterlassen haben. Jetzt ist aber der Wolfsbestand nicht zuletzt wegen dem Schutz oder auch dank dem Schutz, je nachdem, wie man das anschauen, massiv angestiegen und heute sind es mindestens 80 Wölfe, es sind mindestens 3 Rudel und ja, wir müssen auch ein bisschen in die Zukunft schauen, wie das weitergeht. Also in weiteren 10 Jahren, das wird sich exponentiell so weiterentwickeln. Also werden wir Hunderte von Wölfen im Alpenraum haben, Dutzende von Wolfsrudel, die dann entsprechend unsere Tiere, unsere Landschaft auch gefährdet. Und vor diesem Hintergrund ist doch nicht mehr als recht, dass man gewisse Voraussetzungen schafft, um ganz gezielt nach harten Kriterien solchen Wolfabschuss zu erlassen, präventiv. Die haben Angst. Ja, also das ist natürlich rein spekulativ, oder wie das die Wolfbestände zunimmt. Also wir können, wenn jetzt in den letzten paar Jahren will man halt den Wolf geschützt hat und will man jetzt wieder Wölfe haben in der Schweiz, Bestände jetzt stark zugenommen haben, das ist eigentlich klar. Aber man kann jetzt das nicht einfach exponentiell rechnen oder sagen, in den nächsten Jahren nimmt die Bestände auch zu. Weil der Wolf ist nach wie vor, Sie haben das richtig gesagt, ein geschütztes Tier. Und dann bin ich der Meinung, dass man das Tier auch schützen soll und nicht Bedingungen lockern soll, dass man es nachher präventiv abschießen kann. Ich teile die Meinung in keiner Art und Weise, dass der Wolfsbestand sich reduziert oder gleich bleibt. Der wird zunehmen. Das ist ja völlig klar, weil er ja geschützt ist. Ja. Die Frage ist, wie stark er zunimmt. Und vor dem Hintergrund, wie viel das genau wird sein, können weder Sie noch ich sagen, er wird zunehmen. Er wird im Alpenraum massiv zunehmen und er wird für weitere massive Schäden sorgen. Und da, wo die Voraussetzungen gegeben sind, soll es doch möglich sein,
gezielten präventiven Eingriff zu machen. Das machen wir ja auch bei den Hirschen. Wir haben auch viel zu viele Hirsche. Natürlich sind das nicht geschützte Tiere, aber die dürfen sie auch regulieren. Bis hin mit der Nachjagd, dass man den Hirschbestand entsprechend in Grenzen behalten kann. Ich gerade bei den Schäden einhaken, Roland Fischer. Eben die 80 Wölfe, die es im Moment gibt, die reisen etwa 500 Schafe pro Jahr inzwischen. Haben Sie da nicht das Verständnis für die Bauern, dass man etwas machen muss? Also ich habe schon ein Verständnis für die einzelnen Bauern, die betroffen sind. Oder ich glaube, das ist sicher nicht schön und nicht angenehm. Und das geht einem wahrscheinlich ans Herz, wenn jetzt ein Wolf sein eigenes Tier isst. Aber man muss beachten, oder? Also sehr viele Schafe oder die Mehrheit der Schafe jetzt in der Sümmerung, die kommen nicht durch einen Wolf ums Leben. Das sind andere Ursachen, wo die Schafe dann nachher verloren gehen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, man kann die Herden auch schützen mit Herdenschutzmaßnahmen. Und ich glaube, da besteht sicher auch noch Potenzial. Ich glaube, da müssen wir sicher auch die Massnahmen noch ein bisschen verstärken. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, wir müssen lernen, oder ich sage jetzt mal wieder lernen, mit der Natur auch zu leben. Und wir dürfen nicht vergessen, der Naturschutz ist sehr wichtig. Wir haben einen Artenverlust bei uns in der Schweiz, der rasant fortschreitet. Der Klimawandel hat ebenfalls einen Zusammenhang mit dem Verlust an Arten. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz generell überlegen, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten können wir wo noch durchführen. Sei das jetzt im Berggebiet, in den Bergen, oder sei das auch bei uns im Flachland. Da müssen wir uns alle ein bisschen einschränken. Und ich glaube, da müssen wir uns sicher auch überlegen, ob wir gewisse Regionen, wo es dann halt der Herdenschutz sehr schwierig ist, ob wir dann dort Schafherden haben. Für die diversen Arten kommen wir gerade noch eben, aber Herdenschutz. Ich glaube, es sind nicht nur vereinzelte Bauern betroffen, nur die betroffen, die allenfalls ein Schaf oder ein Geissriss zu verzeichnen haben. Es sind alle Schafbauern und Geissbauern betroffen. Alle. Weil ich habe es zum Teil selber erlebt, wenn der Alarm losgegangen ist, in Wasser, wie die ganze Bauerschaft von Amsteck bis auf Andermatt, Meiental, Madranertal, wie die plötzlich in Alarm geraten sind, wie die schlaflose Nächte hatten, weil sie nicht gewusst haben, wo schlagen als nächstes zu. Und vor dem Hintergrund, das ist eine massive Belastung von unseren Landwirten. Da muss man auch Verständnis haben, wenn die sich da wehren und der Auffassung sind, das ist richtig, wenn man da einen Eingriff machen. Herdenschutz, selbstverständlich hat da nichts mit ihnen. Also selbstverständlich kann man Massnahmen treffen. Herdenschutz ist eine davon, aber die löst das Problem in keiner Art und Weise. Schafft zum Teil sogar neue Probleme. Ich kenne einen Fall im Unteralptal, wo ein Mountainbiker, der zum Unteralptal ausgefahren worden ist, dann angefallen worden ist von so einem Herdenschutztier, gebissen worden ist, in die Wade, ins Spital musste. Ich kenne auch Wanderer, die entsprechend bedroht oder einfach angegangen worden sind von diesen Herdenschutztieren. Ich weiss auch von Mutterkuhhaltungen, die in der Alpwirtschaft sich dann bewegen, wenn da der Wolf in der Nähe war, da ist über Tage, nicht zum Teil sogar Wochen, ist da eine grosse Verunsicherung bei diesen Tieren vorhanden. Und vor dem Hintergrund, es ist ja niemand gegen Wolf, man muss komplett den Wolf jetzt ausrotten, sondern in etwa auf dem Bestand halten. Und dass man das kann, muss man gezielt können, gewisse Eingriffe machen. Das klingt jetzt ein bisschen Kantonuri, Bergler, oder? Auf der anderen Seite Stadt Luzern. Ist das auch ein bisschen die Spur zwischen Stadt und Land, zwischen Städtler und Bergler? Also in der Stadt findet man es herzig, einen Wolf zu haben, und dabei verkennt man die wirklichen Probleme. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist eher ein allgemeines, oder eine allgemeine globale Frage, wie ich vorher gesagt habe. Oder der Schutz von der Artenvielfalt ist eine gesamtschweizerische, wenn nicht auch sogar eine weltweite Aufgabe. Und ich glaube, das kann man dann nicht, weil es jetzt halt ein Tier betrifft oder eine Situation betrifft, wo jetzt gerade Bergregionen stark tangiert werden, kann man das nicht zu einer Stadt-Land-Frage machen. Es ist klar, oder? Gerade wenn es um die Artenvielfalt geht, wenn es um den Naturschutz geht, auch wenn es um die Auswirkungen des Klimawandels geht, ist das Berggebiet immer stärker betroffen als die grossen Siedlungsräume. Dafür haben wir in der Stadt dann andere Herausforderungen, wo wir in Schlag kommen mit dieser Situation, mit dem Klimawandel beispielsweise, die dann vielleicht in den Bergregionen nicht so virulent sind. Es geht darum, dass wir gemeinsam
Ausnahmelösungen findet, wo alle dahinterstehen könnten. Und das Problem bei diesem Gesetz ist schon das, dass es eigentlich fast ein bisschen einseitig durchgedrückt worden ist und nicht einen Kompromiss darstellt. Darum sind wir ja auch dagegen, weil man einfach über das Ziel rausgeschossen ist. Ich glaube, über das Ziel hinaus, da reden Sie jetzt vor allem wegen Wolf. Sie haben in dem Punkt recht, dass Sie sagen, das Gesetz, das jetzt zur Abstimmung vorliegt, betrifft nicht einfach nur den Alpenraum, sondern das ganze Land. Mit verschiedenen Schutzmaßnahmen von Enten bis zu Schwänen. Der Schwan jetzt vielleicht weniger. Aber einfach die ganze Landschaft, wo Wildtiere entsprechend vorkommen. Aber das Hauptproblem ist doch nach wie vor der Wolf. Und in Bezug auf den Wolf vermisse ich schon ein bisschen die Solidarität von den Städtern gegenüber uns in den Bergregionen. Ich habe tatsächlich ein bisschen den Eindruck, in der Stadt ist der Wolf ein Tier, das man gefallen findet, wo auch fasziniert. Selbstverständlich ist der Wolf ein faszinierendes Tier. Aber in dem Sinn, dass man der Wolf, das ist ja etwas Liebes und Gutes und das muss man unbedingt so erhalten, wie es ist. Und bei uns sieht man es einfach insofern ein bisschen anders. Wir sehen, was für Schäden uns da angerichtet werden. Ich sehe die toten, verbissenen Schafe, das Gedärm mit draussen, den Hals aufgerissen, alles zusammen. Und zwar nicht nur eins, Dutzende von solchen Tieren. Und da muss ich Ihnen schon sagen, die Bilder, die tun mir dann mehr weh als der Hass auf diesen Prospekt, der jetzt hier im Abstimmungskampf aufliegt. Es geht gar nicht um Hass, sondern es geht um den Wolf. Es ist eine emotionale Geschichte, also, weil Sie sagen, die Schäden, die es gibt, aber der Bund zahlt je nach Zahlen 20 bis 24 Millionen Franken jährlich an die Schafhalter, 3 Millionen für Härtenschutz. Also, ist es nicht das Geld in dem Fall? Sind es die Emotionen auch, wenn ein totes Schaf da liegt? Für mich ist es wohl selbstverständlich, wenn wegen staatlicher Regulierung Schäden entstehen, dass der Staat da muss aufkommen muss. Die Höhe, ob jetzt die betroffenen Bauern da rausmachen, da gibt es ja offenbar Studien, die sagen, das länge nicht. Das kann ich mir auch vorstellen, je nachdem, wo das ist. Aber eigentlich geht es bei mir nicht in erster Linie ums Geld, sondern es geht um das Grundanliegen, dass es ein Wildtier, welcher Art auch immer, auch wenn es geschützt ist, keine Überpopulation darf, bekommt exponentiell dermassen Bestände entwickelt, dass alle anderen oder viele andere Tierarten, auch Haustiere, entsprechend gefährdet sind. Da muss man entsprechend eingreifen. Also, erstens mal hat der Wolf durchaus auch einen Nutzen. Oder in den Wäldern. Ich denke beispielsweise für den Jungwald, weil er halt dafür sorgt, dass auch die Wildtiere, also das Wild reguliert wird und es weniger Verbiss gibt. Und man kann das zeigen, oder, dass dort, wo halt die Wolfpopulation fehlt oder wo es zu viel Wild hat, dort hat man Probleme mit dem Jungwald. Oder? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also der Wolf richtet nicht einfach nur Schäden an, sondern er nützt auch in der Artenvielfalt. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, oder, wieso hat man denn nicht einen Kompromiss gefunden? Wieso hat man denn nicht eine nationale oder eine Regelung gefunden, oder, wo man auf der nationalen Ebene hätte können entscheiden, wie dass man, wenn es notwendig wäre, die Bestände reguliert. Wieso hat man die Kompetenzen jetzt müssen so stark in den Kantonen geben? Bei einem Tier, oder, bei einem Tier, wo sich ja über die ganze Schweiz hinweg bewegt. Aber das ist für mich selbstverständlich im Föderalismus. Der Staat legt fest, der Wolf bleibt nach wie vor geschützt. Aber der Wolf in den anderen Regionen ist der gleich entwickelt, kommt in der gleichen Anzahl vor. Und das ist doch das Beste, wenn in den Kantonen, die Betroffenheit haben, föderalistisch selber entsprechende Lösungen getroffen werden können. Selbstverständlich unter den Kriterien, die auf Stufe Bund festgelegt werden. Kann ich Ihnen auch sagen, ich war ja selber 6 Jahre Jagddirektor in der Urnenregierung und ich habe die Leute der Jagdverwaltung erlebt. Das sind erstens A, alles hochkompetente Leute und B, auch Leute, die nicht einfach darauf aus sind, dass möglichst alles abgeknallt wird, sondern im Gegenteil, mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein die Bestände beprüfen, schauen, braucht es da Regulierung, wie viel braucht sie nicht. Und beim Wolf tut man ein ganz kleines Fenster auf, dass auch da unter bestimmten Voraussetzungen eine Regulierung möglich ist, eine sinnvolle Regulierung. Und ich hoffe schon, dass es gelingt, die Mehrheit im Schweizer Volk zu überzeugen, dass man dieser Regulierung so zustimmt. Es geht ja nicht nur um den Wolf da, wir reden jetzt die ganze Zeit schon um den Wolf, es geht auch um Steinböcke und es geht um Höckerschwäne. Also, wo man auch, wo geschützte Tierarten sind, wo man dann unter bestimmten Voraussetzungen darf regulieren.
eigentlich strenger geregelt als im bisherigen Jagdgesetz, das Ganze, oder? Weil jetzt kann der Bundesrat eigentlich jede geschützte Tierart zum Abschuss freigeben, wenn es nötig ist. Ja gut, das kann er natürlich auch in Zukunft, oder? Also er hat nach wie vor die Möglichkeit, beispielsweise weitere Tierarten, wie zum Beispiel den Biber oder den Luchs, zu regulieren. Das ist nicht so, dass jetzt das aufgehoben wäre. Und das ist gerade auch ein Problem von diesem Gesetz, dass zum Beispiel bedrohte Tierarten, wie zum Beispiel der Feldhase oder das Rebhuhn, dass die nicht stärker geschützt worden sind. Das ist ein wichtiges Anliegen gewesen, auch von den Umweltverbänden. Das war auch ein wichtiges Anliegen gewesen von uns, dass wir eigentlich im Grunde genommen auch den Artenschutz eigentlich verstärken sollten. Und heute noch jagdbare Tiere eigentlich schützen und nicht mehr jagdbar machen. Und das hat man auch verpasst. Und das ist eigentlich ein weiterer grosser Mangel an diesem Gesetz, dass man eigentlich beim Artenschutz dort, wo er notwendig wäre, dass wir dort eigentlich keinen Schritt vorwärts gegangen sind. Ja, das stimmt nicht. Also wir haben beispielsweise bei den Enten hat man von 15 bis jetzt gejagten Enten hat man jetzt 12 komplett unter Schutz gestellt. Man hat auch in anderen Bereichen Restriktionen getroffen. Und selbst bei den Tieren, die heute schon jagdbar sind, und da ist der Feldhase auch eines von denen, hat eine Jagdverwaltung die Möglichkeit, mit Festlegen von Abschusszahlen, wie auch bei der Rehe und bei der Gämsche, da regulieren können zu wirken. Also da habe ich als Jagddirektor die Erfahrung gemacht, man kann da Vertrauen haben in die Jagdverwaltung. Auch die Regierung kann selbstverständlich da ein Wörtchen mitreden politisch. Und selbst Jäger, muss ich da sagen, die Jäger sind nicht die, die einfach nur wild abknallen. Die haben einen engen Bezug zur Natur. Auch die haben das Interesse, dass sämtliche Tiere, die heute da sind, auch in Zukunft weiterleben. Es ist eine Frage der Regulierung. Und der Aufhänger bei dieser Vorlage war in erster Linie natürlich der Wolf gewesen. Und jetzt kann man natürlich schon probieren, einen Haufen anders hineinzubringen, wo an der Naturverband alles anliegen ist. Aber ich glaube, man hat jetzt einen Prozess gefunden auf dem parlamentarischen Weg und einen guten Kompromiss gefunden, wo auch vieles andere dort umfasst, ja, also nicht nur der Wolf, dass halt da nicht alle Wünsche können berücksichtigt werden, auch unsere Seite. Es gibt bei uns Leute, die der Auffassung sind, der Wolf hat überhaupt keinen Platz, ich gehöre nicht zu denen. Aber auch unsere Seite hätte müssen Zugeständnis machen. Ja gut, also ich glaube, wenn es jetzt ein guter Kompromiss wäre, dann gäbe es nicht ein breit unterstütztes Referendum gegen das Gesetz. Das ist ja wahrscheinlich gerade der Fehler von dem Gesetz, dass es aber nicht ausgewogen ist. Weil wenn es ein ausgewogener Kompromiss gewesen wäre, dann hätten auch die Umweltverbände damit leben können. Der Auslöser von dem Gesetz waren ja Vorstösse im Parlament, die eigentlich auch mit der Unterstützung von uns überwiesen worden sind. Das, was rausgekommen ist, genügt einfach nicht, ist einfach über das Ziel für mich ist das absolut kein Problem, wenn Verbände oder Kreis nicht einverstanden sind, dass sie das Referendum ergreifen. Das kommt auch in anderen Bereichen vor, das gehört zur Politik. Also vor dem Hintergrund jetzt einfach sagen, es sei nicht ausgewogen, das sehe ich nicht so. Und wir werden dann sehen, am 27. September, welche Richtung es geht. Der Roland Fischer sagt, es gibt ja die jagdbaren Tiere und es gibt die geschützten Tiere. Wieso hat man nicht noch bedrohte Tiere zum Beispiel irgendwie können zu den geschützten Tieren übernehmen? Wieso hat man das denn nicht gemacht? Eben, das Ganze ist ja ein Prozess im ganzen parlamentarischen Weg. Und das hat sich jetzt so ergeben mit Erstrat, Zweitrat, Differenzbereinigung. Und ein Kompromiss stellt nie allzu 100% Frieden. Und vor dem Hintergrund, das kann man sagen, man hätte das auch noch sollen oder dieses nicht wollen. Aufhängen, noch einmal, ist in erster Linie der Wolf gewesen. Und da muss man immer aufpassen, wenn man einen Haufen anderes auch noch gerade will, in die Leibe hinein, dann besteht natürlich Gefahr, dass das Gesetz nur schon wegen dem am Schluss abstürzt. Ich möchte noch einen anderen Punkt von dem Gesetz zum Schluss noch rein. Es geht nicht nur darum, welche Tiere dass man abschiessen darf. Es gibt auch Geld vom Bund für Tierschutzmassnahmen. Also Wildtierkorridor, das ist zum Beispiel, wenn man eine Autobahn hat und auf der einen Seite können die nicht auf diese Seite, baut man eine Brücke. Das ist doch eine gute Geschichte, wenn man sagt, man tut die Gebiete vernetzen. Das ist natürlich in dem Gesetz drin und wenn man es ablehnt, hat man das auch nicht. Ja gut, das hängt natürlich dann immer davon ab, ob der Kanton das machen will oder und dann auch die entsprechenden Gelder bekommt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man vielleicht allenfalls dort nachher auf der nationalen Ebene größere Verbindlichkeit realisieren, vielleicht mit Programmvereinbarungen, dass man halt wirklich so einige Korridore kann, quasi Kantone dazu kann bewegen, so einige Korridore kann bauen. Das ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich wie heute mit dem Hochwasserschutz, oder, wo eigentlich quasi mehr oder weniger wie der Kanton muss Geld in die Hand nehmen, dass überhaupt die Aufgabe erfüllt wird.
Und das ist natürlich immer ein bisschen problematisch, weil man hat nicht genug Verbindlichkeit. Der Bau ist selbstverständlich, da braucht es Initiativen von den Kantonen. Die raumplanerische Sicherung ist aber das andere, weil heute sind die Übergänge raumplanerisch nicht gesichert. Also es ist nach wie vor möglich, dass irgendeine Bautätigkeit halt einen weiteren so einen Übergang verschwindet oder negativ Einfluss genommen wird. Und jetzt hat man in dieser Vorlage etwa rund 300 solche heute bestehende Wildtierverbindungen raumplanerisch abgesichert. Und das ist doch eindeutiger Mehrwert. Und wenn es noch gelingt, mit einer Bundesunterstützung, die jetzt hier in Aussicht gestellt wird, solche Wildtierschutzzonen aufzuwerten durch weitere Verbindungen, aber auch durch Anstellung von rund 20 bis 25 weiteren Wildhütern. Auch da ist eine Unterstützung vom Bund in Aussicht gestellt. Das ist doch auch ein Mehrwert in dem Gesetz, wo man da auch muss in Erwägung ziehen muss. Ja, Roland Fischer, der 27. September, der kommt näher. Was passiert aus Ihrer Sicht, wenn es jetzt ein Ja gibt zu dem Gesetz? Ja gut, ich wäre natürlich sehr enttäuscht, oder, weil wir würden eindeutig ein Gesetz verabschieden, das den Artenverlust fördert und nicht aufhaltet, was wir eigentlich sollten. Und da müssen wir halt schauen, wie dass wir den Artenschutz wieder verbessern können. Mit neuen gesetzlichen Massnahmen, vielleicht auch mit Initiativen. Das steht jetzt noch in den Sternen. Da gibt es noch keinen Plan B, aber ich wäre sicher enttäuscht, wenn wir das Gesetz annehmen würden. Also Titli, was passiert bei einem Nein zu diesem Ja-Gesetz? Gibt es keine Schafe mehr auf den Schweizer Alpen? Also die Wolfpopulationen werden massiv zunehmen. Wir werden weitere Probleme bekommen mit zusätzlichen Gefährdungen, weiteren Schaf-Nutztierverbiss. Auch die Bevölkerung wird weiter darunter leiden. Die Bauern sind noch mehr in Sorge, noch mehr schlaflose Nächte. Und vor diesem Hintergrund wird man dann halt müssen schauen, wenn man mit dieser Problematik fertig wird. Vermutlich wird es einfach viel mehr kosten, weil man viel mehr in Kompensationsmaßnahmen muss investieren muss. Geld, das man in der heutigen Zeit auch für anderes notwendig hätte. Ob das Jagdgesetz bald angepasst wird, das gibt es dann in den nächsten Wochen sicher noch einiges zu diskutieren. Entscheiden tun Sie dann bei der Abstimmung in 4 Wochen. Josef Dietli und Roland Fischer, merci vielmals für die angeregte Diskussion. In einer Woche geht es hier im Kontrovers denn um die Begrenzungsinitiative. Ihnen bis dann eine gute Zeit und auf Wiedersehen. Es wird bunt in meinem allerersten Unterweg.